Hallo zusammen! Rivacold stellt die Produktion ein. Ich habe hier das Poster dazu. Und hier sind die neuen Aggregate, die Best-Aggregate. Hier jetzt ohne Abdeckung, dass man auch mal reinschauen kann. Ihr wisst, ich nehme alles auseinander, was ich in die Finger kriege. Und Rivacold stellt die Produktion ein von den FA und FT Aggregaten. Also alle Stopfer auf dem alten Design werden eingestellt und alle Bestellungen ab nächstes Jahr kommen nur noch diese Best Aggregate. Einfach die neue Generation mit Einspritzventil und viel Elektronik und App und Fernabwartung und so weiter und so fort. Bin ich überfragt. Alles was Elektronik hat, ist nicht mal mein Ding. Wir können das Ding auch auf der Seite anschauen. Oder hier ist jetzt die Abdeckung für hinten. Hier ist der Verdampfer und so wird das in den Kühlraum eingesetzt. Aber Rivacold, wir arbeiten jetzt seit 30 Jahren mit Rivacold zusammen. Wir sind der einzige Importeur in der Schweiz, der Direktware kriegt von Rivacold Italien. Der andere Weg geht über Rivacold Deutschland, über meistens jetzt Bayer-Ref und dann zu Charles Hasler. Vergleich die Preise. Irgendeiner muss was dran verdienen. Aber eben die alten Aggregate, die FT und FA, werden eingestellt. Wir haben hier die ganze Range, da verlinke ich euch logischerweise unten die Homepage. Da seht ihr auch die Preisliste dazu. Mehr oder weniger, ihr findet Muster, ihr findet bei mir auf dem Kanal, wenn ihr auf die Playliste geht, das verlinke ich euch auch am Schluss, zig Aggregate, die wir gebaut haben, die wir über Händler eingebaut haben, einfach so ein paar Muster von den Aggregaten und diese FT und FA Aggregate gibt es jetzt nicht mehr in Zukunft, war auch absehbar, weil wir bauen nicht ein neues Modell und die alten lassen wir stehen, sondern es war absehbar, dass diese Aggregate die FT ablösen, die haben die gleichen Stopfermaße, sie haben identische Maße, sie haben besseren Wirkungsgrad wegen dem Einspritzventil. Es ist elektronisch viel mehr dran, aber die Wartung wird schwieriger, weil wir haben auch keine Füllventile dran. Wir haben teilweise auch zwei Systeme, um die gesetzlichen Grundlagen vom R290, das explosive Kältemittel, zu erfüllen, weil wir dürfen da zum Beispiel nur 150 Gramm pro Kreislauf haben. Das heißt, ihr seht auch hier diese Rohre, die sind relativ dünn. Ihr seht diese Rohre hier, meine Finger, Wurstfinger, die sind relativ dünn, um das Volumen im Kühlsystem zu reduzieren, hat man hier relativ dünne Rohre eingesetzt. Und bei den größeren Aggregaten, da werden zwei Kühlmaschinen, zwei Kühlsysteme eingesetzt. Und neu, weiß ich jetzt schon, da wird das System noch ein bisschen ausgemerzt, weil es kommen drehzahlregulierte Maschinen, da hat man mehr Range, da hat man aus lagertechnischen Gründen nur eine Reihe Maschinen und gibt einfach mehr Gas. Gut, ich könnte auch die größere verkaufen, dann habe ich einfach weniger Einschaltzeit. Vom Preis her, die FA und FT sind günstiger. Hier haben wir einen Preissprung gegen oben, also man muss ja die teuren Produkte auch teurer verkaufen können. Wenn ihr so ein Produkt braucht, wir haben zig am Lager, fragt an, was sie kosten, ob sie lieferfähig sind, das ist zurzeit ein anderes Thema, weil Rivacold gibt mir jetzt zum Beispiel keine Liefertermine mehr durch. Also ich bestelle und bis sie definitives Lieferdatum haben, höre ich nichts mehr von Rivacold. Ah, sie haben die Bestellung erhalten. Okay. Zum Kältemittelfüllmenge
In der EU sind 150 Gramm erlaubt pro Kreislauf. In der Schweiz 1,5 Kilo. Und eine redatterige Großmutter darf 44 Kilo in der Küche hüten. In vier Flaschen à 11 Kilo. Da kann sie einen Gasherd betreiben, einen Röscher betreiben, keine Ahnung was. Ist egal. Das sind unsere Gesetze der EU, 150 Gramm. Sie wollten mal hoch auf 500. Klar, es ist explosiv, das Zeug, aber die Grünen wollen ja das. Habe mich jetzt wieder aufgeregt über die Grünen. Nee, die Aggregate sind gut. Ich check's noch nicht mit der Steuerung, weil da ist sehr viel machbar. Übers Handy kann man sich einwählen, übers Handy kann man das alles programmieren, ich kann es App runterladen, ich habe Zugriffe, es gibt dann gewisse Level der Zugriffe, also das heißt, je nachdem wie man berechtigt ist, das einfachste Level ist nur der Anwender, der kann hier Temperatur einstellen, sonst ein bisschen, der andere ist der Servicetechniker, der kann ein bisschen mehr und dann geht es hoch bis zum Hersteller oder zum großen Händler, ich weiß welche Passwörter das ich besitze. Mehr gibt es zu diesen Aggregaten eigentlich nicht zu sagen. Guten Morgen. Guten Morgen, ich bin gerade im Video, weißt du. Eben hier mache ich euch die Playliste von den Kühlaggregaten und ich wünsche euch, nachdem ihr mir wieder mal ein Abo dagelassen habt, einen schönen Tag.